Ja, Freunde, wie man sehen kann, ich habe mir alles hergerichtet. Mein Föhl hat wieder dabei. Ich habe da schon meinen Soto-Stormbrecher hergerichtet. Und das ist dann dieses One Tigris Poncho Shelter Transformer, wie immer man das nennt. Wie gesagt, es wird heute weder da eine Vorstellung noch da. Ich will das nur wirklich heraus ausprobieren. Wenn ihr es davor eine Vorstellung wollt, es gibt hunderte Videos davon. Könnt ihr euch suchen, haben etliche gemacht, also ich brauche nicht extra eine Vorstellung von dem Zeug machen. Ich zeige euch, wie es ist, wie es funktioniert. Ich möchte natürlich auch damit Erfahrung finden, vor allem möchte ich jetzt einmal für den Winter, wenn ich draußen koche. Ihr wisst, Gas ist ab einer gewissen Temperatur für den Hugo. Es gibt so ein eigenes Wintergas. Ich habe auch da so ein gemischtes drinnen, aber das Ganze natürlich, wenn man das verkehrt benutzt, also quasi als flüssig, das muss natürlich auch der Brenner kennen, dann sind die Temperaturen wurscht, weil der heizt sich das vorne auf, macht das Ganze gasförmig und der brennt. Also was ich bis jetzt gesehen habe, pipi feinst. Vor allem, der ist extrem leise, wir werden sich das dann einmal anhören, auch wenn er soweit ist. Wir hören sie an, wenn ein Gasbetrieb ist, wir hören sie an, wenn ein Benzinbetrieb ist und vor allem, man braucht nichts umstehen. Ich stecke ihn am Gas an, der hat einen eigenen Anschluss, ich stecke ihn auf den Benzin an und es ist wurscht mit was. Ich brauche nichts vorheizen in dem Sinn, was da verrußen kann, das macht er alles selber. Da ist mit seinem eigenen Ventil, das ist wirklich perfekt gelöst und ja, wurscht. Ich werde ihn jetzt einmal herrichten, einmal mit Gas. Drehen einmal auf, dass ihr seht, wie das funktioniert. Dann werden wir die Flaschen aufpumpen. Das ist das Einzige, wo extrem viel Arbeit drauf liegt. Es hat ein gewisses Maß, mehr dürft ihr nicht einfüllen. Ich habe da einen Reinbenzin drin. Und beim Pumpen müsst ihr es dann locker beim ersten Mal 100 Mal pumpen, bis die wirklich voll ist. Der nächste Vorteil drauf ist, da habt ihr eine Markierung. Da kommt so ein kleiner Binokel raus, dann seht ihr, es ist genug Druck drin, hat auch keine andere Flaschen außer der Soto. Also von daher ist der wirklich durchdacht. So, der hat einen eigenen Teil für die Kartuschen zum Aufschrauben, dass man es eben umgekehrt verwenden kann. Haben wir dann auch natürlich noch wunderschön bedienen. Wir haben da einen eigenen Anschluss drinnen, den hat natürlich auch der Brenner. Alles schön zu, dass da wirklich nichts passiert. So, jetzt klappen wir den einmal auf. Das ist das gute Teil. Werden wir ihn einmal anschließen da. Und eins, was man auf alle Fälle machen muss, man darf den so, die normale Kartuschen stehend, nicht verwenden. Nur zum Anzünden. Sobald das Teil brennt, muss man nach 5 Sekunden umdrehen. So viel nur dazu erwähnt. Eins, was natürlich auch ist, kleine Topferln passen da nicht drauf. Ich weiß jetzt den Durchmesser nicht genau, kann ich euch aber unten dann reinschreiben. Also, ich habe da sowieso schon mal, jetzt kennt ihr mich, meine PC-Lüftergitter, tschack, bumm, drauf und es passt das kleinste Gel drauf. So, aber jetzt wollen wir den einmal anzünden. Also, drehen wir das Gas auf, er zischt, lassen wir noch ein bisschen brennen und jetzt können wir die Gasbottle schon umdrehen. Er lässt sich wunderbar regeln, klar, man darf nicht vergessen, der Schlauch ist natürlich länger, bevor das zum Götung kommt, aber er lässt sich wirklich wunderbar regeln. So, und ich bin jetzt auch ziemlich nah mit dem Mikrofon, dass man den Fauchen hört. Ich gebe jetzt einmal Vollgas. Also ich finde, das ist nicht so laut. So, und jetzt stellen wir um. Drehen wir an. Und stellen wir um und betreiben wir jetzt mit Benzin. Ich muss auch noch dazu sagen, den Pumpenteil kann man natürlich rausnehmen, da ist auch genau ein normales Gewinde drauf, auch, dass man die Flaschen nicht mit der Pumpe transportieren muss. Ich habe es gemacht, dass ich mir den Binokel gleich erspare. So, und jetzt kommt der Teil, der was am anstrengendsten ist, nämlich Pumpen. Und das sind ca. 100 Mal.
bisschen die Kamera umstellen. So, jetzt haben wir 98, 99, 100. Man kann jetzt sehen, dieser kleine Binokel da ist jetzt rot geworden. Ich werde es einmal auffotografieren, dann sieht man es vielleicht besser. So, das Ganze ist jetzt fertig. Jetzt können wir eigentlich Kocher mit der Flasche verbinden und den kann man auch nur liegend betreiben. Dieser Regler muss nach oben stehen und wir werden das Ganze da jetzt herum auf das Tischl geben. Da sind wir ein bisschen sicherer und zeige euch gleich noch mal näher. So, ich habe jetzt da mal alles aufgestellt. Wir haben da das kleine Anschlussstickel vom Brenner. Wir haben da das von der Flasche, den macht man eigentlich auf, zieht man zurück, ist wie ein Ventil. Setzt den kleinen Binokel ein, ist eingerast und dann muss man es so herlegen. Da ist nämlich eine Entlüftung in der Flasche und da ist jetzt natürlich die Luft drin und die versorgt man jetzt den Brenner und natürlich auch in passendem Druck. Wir stehen da jetzt auf Stopp. Die hat mehrere Variationen. Wir müssen jetzt einmal zurückziehen, also enthetzieren. Es rast dann schön ein. Dann gehen wir auf Start und in dem Moment hat er da Benzin-Luftgemisch her, was sich leicht entzündet. Wir werden dann auch riesengroße Flammen haben, eine gelbe. Die wird dann schön langsam blau und dann kann man umdrehen auf Ran. Und dann ist er eigentlich einsatzbereit. So. Und ich rede jetzt einmal nichts dazu, dass das ganze Herz, wie sich das anhört im Modus. Wir schalten jetzt auf Start. Er zischt. Wir haben jetzt gelbe Flammen. Wir warten jetzt, bis die blau werden und dann schalten wir da auf Ran. Jetzt hat es da diese Fuhrheitsschleifen auf. Man kann aber jetzt schon hören, der ist jetzt schon extrem leise und nicht laut. Also jeder andere Kocher, Multifuel, Benzin, sind ja wie Düsentriebwerk. Die Flamme ist jetzt schon langsam blau. Jetzt können wir auf Start gehen. Und das Ganze brennt. Man kann jetzt ein bisschen nachpumpen, weil am Anfang verbraucht er viel Druck. Starten fürs Luftgemisch. So, und jetzt ist er Vollgas, jetzt drehen wir mal zurück. Lasst es ja wirklich schön dosieren. So, die Kamera steht jetzt ca. 3 Meter davon entfernt. Ich gehe da jetzt extra zu. Ich sage jetzt einmal nichts, dass man hört. Meiner Meinung nach ist das harmlos. Das macht der Gasbrenner auch. Ich hätte in meinen Soto Windmaster noch mitnehmen, den habe ich vergessen. Der ist natürlich noch mal spurleiser. Aber so, finde ich, ist das eine geile Sache. So, jetzt hole ich euch noch einmal mehr und zeige euch einmal, wann man den antreibt, wie das ausschaut. Und zum Antreiben finde ich das ganz super. Da gibt es eine Stellung, da steht er. Das stellt man dann drauf und dann bläst er die Luft, was da drin ist, durch die ganzen Leitungen durch, macht es alles frei, benzinfrei. Man kann den jederzeit trennen und da stinkt nichts und gar nichts. So, schalten wir mal auf R. Jetzt bläst er die Leitungen leer. Fertig, alles ist leer. Wir schalten auf Stopp. Drehen das Ganze an und ich kann jetzt das schon da anstecken, weil da ist alles leer, da ist nichts mehr drin, da ist kein Benzin mehr drin. Ah, oh, kann man angreifen. Nichts, absolut nichts. Und das finde ich schon ein extremer Vorteil. Da haben sie die Japaner schon was dabei gedacht, muss ich sagen. Ich will aber unbedingt noch mein Tipi da, also mein Tipi-Zelt da mit aufbauen. Das ist auf alle Fälle noch interessant. Wie gesagt, das sind keine Vorstellungen. Ich zeige euch das nur, wie das ausschaut. Und normal kann man das auch gar nicht auf einer Ritschlein aufhängen. Ist gar nicht vorgesehen, es gibt kein Schlauferl. Macht man normal mit einem Trekkingstecken. Aber der gute
Detlef hat dann natürlich wieder was gefunden, wie er sich das ändern kann. Ich habe das ein bisschen abgeändert, aber ist von der Idee her seine, das brauche ich nicht anstreiten. Detlef, pipi fein wieder und danke dafür. Schauen wir mal, wie wir damit zurechtkommen. Es wird in die kälteren Temperaturen, merke ich schon, wenn ich da anderes Zeug dabei habe, wird mir der Bergen doch schon ein bisschen eng. Den Hocker habe ich heute gar nicht mitgenommen, der war sich sehr schwer ausgegangen, das Fell noch. Und daher werde ich mir wahrscheinlich den von Helikontex, den Matilda noch holen. Der hat dann 35 Liter, der hat ja nur 18 der Bergen. Da passt dann auch für Herbst und Winter ein bisschen mehr rein, kann ich ein bisschen mehr Zeugs dabei haben. Und auf der anderen Seite gibt es einen zum Kaufen, falls einer Interesse hat. Mein Fehlriemenstuben, der mit diesen Seitentaschen, ich glaube, ich habe ihn 5-6 Mal getragen. Ich komme damit einfach nicht klar. Es tragt sich für mich der Bergen einfacher wie der Stuben. Es ist sicher ein Spitzenrucksack, da brauche ich gar nicht drüber debattieren. Aber der Stuben und ich, wir passen irgendwie nicht zusammen. Der hat auch weit über 300 Euro gekostet mit diesen Seitentaschen. Wenn einer Interesse hat, ich gebe ihn wirklich billiger ab, also weit unter dem Preis, was er gekostet hat. Und falls wer Interesse hat, schreibt es ein in die Kommentare oder meine E-Mail weiß eher jeder, in die Impressionen steht es eh drin. Ja, aber genug gequatscht, jetzt baue ich mein Poncho-Schild auf. Los geht's! Da steht das Teil jetzt einmal aufgebaut mit einer Ritschlein. War beim ersten Mal nicht so einfach, weil ich habe die Ritschlein wirklich extrem hoch spannen müssen. Ich schätze, die ist auf 2 Meter oben. Und je weiter die Bäume auseinander sind, desto mehr gibt es natürlich noch. Aber ich denke, es haut jetzt so halbwegs hin. Ich habe auch diese Ärmel angespannt, dass man einen schönen Durchzug hat. Ja, man könnte es noch ein bisschen nachspannen. Das sind noch so Feinheiten, die ich sagen. Aber im Großen und Ganzen steht es. Und ich zeige euch das jetzt einmal ein bisschen näher. Von der Größe her ist natürlich ohne den Steckenfallen schon ein bisschen angenehmer. Klar, es ist nach wie vor eng. Ich weiß auch die Maße nicht, wie die da sind. Ist quasi irgendwie so ein Notshelter, würde ich mal sagen. Aber man kann, wenn es regnet, wirklich darunter sitzen. Und ohne der Trekkingstangen ist natürlich auch viel mehr Platz. Wie gesagt, man kann das da noch ein bisschen mehr spannen. Ich habe das jetzt nicht so extrem gespannt. Ja, ich würde sagen, das ist doch irgendwie doch schön getan. Gut, die schwarzen Gleitflächen stechen vielleicht aus, aber pff, ja, meine Güte. Aber ich finde es gut getan. Also die Kamera steht jetzt von den Poncho circa weg. Ich schätze mal so 8-9 Meter. Gehen wir mal ein Stück weiter noch. So, ich bin jetzt gute 15-18 Meter entfernt. Und ich finde, das schaut ganz gut aus so. Ja, und selbst aus der Entfernung von vorn, also das fügt sich da wunderschön, gibt es gar nichts. Das Coyote ist in meinen Augen eine wunderschöne Farbe. An dieser Stelle danke an die Selina von der Firma One Tigris, die mir den Poncho Shelter gratis zur Verfügung gestellt hat. Und danke an den Carlos, der sich den Benzinkocher selber gekauft hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Madl und pfiat euch die Buben.